Bisher hat uns der Herr geholfen und er wird uns auch beistehen bis ans Ende. 1. Samuel 7, Vers 12. Lasst uns auf die Gedenksäulen schauen, als Beweis dafür, was der Herr getan hat, um uns zu erquicken und aus der Hand des Widersachers zu erretten. Halten wir in frischem Angedenken die vielen Gnadengaben, mit denen Gott uns überhäuft hat, die Tränen, die er getrocknet, die Schmerzen, die er gestillt hat, erinnern wir uns der Schwierigkeiten, die er gelöst, der Furcht, die er verscheucht, der Bedürfnisse, für die er gesorgt, der Segnungen, die er über uns ausgeschüttet hat. Dadurch sammeln wir Stärke für die noch vor uns liegende Pilgrimschaft. Wohl müssen wir mit neuen Verwicklungen in dem bevorstehenden Kampf rechnen, aber wir können sowohl auf das Vergangene als auch auf das Zukünftige blicken und sagen: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. 1. Samuel 7, Vers 12. Und wie deine Tage sei deine Kraft. 5. Mose 33, Vers 25. Die uns auferlegten Prüfungen werden unsere Kraft nicht übersteigen. Lasst uns da wirken, wo wir gerade Arbeit finden und glauben, dass in allen Fällen die Widerstandsfähigkeit der Größe der Versuchung entspricht. Amen.